Naturkosmetik liegt voll im Trend. Im ersten Halbjahr 2013 hat die Branche mit 10% Umsatzplus ein hervorragendes Ergebnis erzielt und auch die Aussichten für die nächsten Jahre sind glänzend. Wie hat alles mal angefangen? Vor 25 Jahren haben wir eine Nische bedient und das waren alles Überzeugungstäter wie wir selbst. Und das, was damals erwartet wurde, war so, es muss bio sein, es darf aber auch wehtun. Das heißt, Kosmetik darf etwas fettiger sein, darf etwas strenger riechen, darf im Kühlschrank aufbewahrt werden. Das ist heute so, dass kein Kunde das mehr akzeptieren würde, sondern man möchte die zertifizierte Naturkosmetikqualität in Kombination mit allem, was man auch vom konventionellen gewöhnt ist, möchte man wirklich in einem Produkt als eine Fusion wirklich erleben. Und da ist der Anspruch ganz, ganz stark gestiegen. Was bedeutet zertifizierte Naturkosmetik? Ja, die zertifizierte Naturkosmetik hat sehr, sehr strenge Kriterien. Es gibt unterschiedliche Label in Europa. Das stärkste Label ist Natru mit 140 Marken, die sich danach haben zertifizieren lassen. Und ich sag mal so, drei wichtige Punkte sind, dass man nur biologische, nur Naturöle einsetzt. Das heißt, alles frei von Mineralöl. Das zweite ist, dass auch im Wirkstoffbereich nur überzeugte, also auch zertifizierte Rohstoffe eingesetzt werden, wie wir bei Lavera zum Beispiel alles selber herstellen an Pflanzenextrakten. Über 300 machen wir im Unternehmen selbst. Und sie haben verschiedenste Kriterien, was auch die Duftstoffe angeht. Das heißt, auch da nur natürliche ätherische Öle, keine synthetische Beduftung, wo viele Menschen ja auch allergisch drauf reagieren. Und das sind einfach mal so ein paar Dinge rausgegriffen. Wenn man sich da aber sehr stark für interessiert, die Natru-Kriterien zum Beispiel sind alle auch transparent auf der natru.com Website. Das ist ein sehr aufwendiger Kriterienkatalog, mit welcher Strenge diese Produkte entwickelt und produziert werden. Heute ist es so, dass der Produktmanager im Markt aktiv ist und schaut, was der Verbraucher möchte. Die Forschung und Entwicklung macht Vorschläge und das Ganze kommt dann auf die Geschäftsführung an und entscheiden dann, welches die Produkte sind, die wir machen wollen, weil wir haben immer ganz viele Ideen und ein Teil der Ideen werden nur umgesetzt, weil es gar nicht anders möglich ist. Mascara ist ein Dauerbrenner im Labor. Da haben wir eigentlich zwei Leute, die nur Mascara machen. Da habe ich selber die Entwicklung aufgegeben, als ich bei der Nummer 285 angekommen war. Und da habe ich jetzt in den letzten Jahren sehr viel Arbeit reingesteckt, ist in unseren Rasierschaum. Das ist kein großes Produkt, aber es ist ein Männerprodukt. Und ich wollte als Mann was für die Männer machen. Und nicht nur für die Frauen. Weil die Männer kommen in unserem Sortiment, traditionell in Kosmetik, ja von der Sortimentsbreite etwas zu kurz. Mittlerweile fordern immer mehr Konsumenten Naturkosmetik. Ich denke, dass wir auf einem super guten Weg sind, weil die Bekanntheit zum einen immer weiter wächst der Marken, zum anderen aber auch die Konsumenten tatsächlich immer und immer bewusster werden. Das erstreckt sich über den gesamten Erdball. Also hier in Deutschland ist es schon seit langem Thema und ich denke auch, dass wir hier wirklich eine große Bekanntheit schon erreicht haben, auch durch die ganzen Marketingmaßnahmen der Firmen. Also auch im Sinne von Glamour, Lifestyle, es ist ja wirklich, wird ja viel getan mittlerweile. Frau Keit, 25 Jahre Biofach und Vivaness. Das Motto ist ja Organic 3.0. Sie sind ja als Betreiberin eines Blogs Beautyjagd sehr, sehr nah an dem Thema 3.0 auch dran, was die Konsumenten angeht. Was erwarten Ihre Kunden, Ihre Leserinnen, Ihre Schreiberlinge sozusagen wirklich von dem Thema Naturkosmetik? Also ich würde sagen, so aus meinen Erfahrungen raus, dass es im Grunde zwei Trendpole gibt oder zwei Konsumentenwunschpole, kann man vielleicht auch so sagen. Mhm.
Der eine wünscht sich ganz, ganz, ganz back to the roots zu gehen. Also der verwendet tatsächlich Gesichtsöle, Seifen und geht ganz in diese, ich sag mal, ganz altmodische Richtung vielleicht. Ja. Trotzdem darf das Produkt gut verpackt sein. Mhm. Und die anderen erwarten, das ist sozusagen der andere Trendpull, die anderen erwarten im Grunde das, was konventionelle Kosmetik auch leistet. Also ein Anwendungskomfort von der Creme, die eben nicht schmiert oder sonst irgendwas, sondern gut einzieht, direkt da ist, Wirkung zeigt, gut duftet. Keine komischen Röllchen auf der Haut bildet oder sowas, sondern wirklich gut da ist. Und das sehe ich so zwei verschiedene Wünsche, die Kunden da so haben. Beide Pole, die Moment genau. Und dazwischen oszilliert das Ganze dann so hin und her. Die Blogger sind ja sehr, sehr aktiv, auch was kritische Fragestellungen angeht, was Hinterfragen angeht. Was ist so die Frage, die im Moment Ihre Blogger bewegt, wo Sie sagen, da kann ich schon die Uhr nachstellen, das kommt jeden Tag einfach wieder? Dann würde ich sagen, im Sommer ist es der Sonnenschutz, der bei mir immer wieder da ist und der immer wieder thematisiert wird und da auch immer wieder kritisch hinterfragt wird. Mhm. Also auch im Sinne von, also auch die Naturkosmetik-Sachen werden da hinterfragt. Sind da Nanopartikel drin? Was machen die im Körper mit einem oder machen sie nichts mit einem? Oder gibt es überhaupt einen sinnvollen Sonnenschutz, der naturkosmetisch gut da ist? Also das ist für mich ein Riesenthema, was ich im Sommer jeden Tag auf dem Tisch habe, würde ich sagen. Ja. Okay, so also, das Sonnenthema, was wir bei uns in der Privatkundenbetreuung auch gut kennen. Genau. Ja. Und dann die wasserfeste Mascara. Ja. Die habe ich auch also ein auch. Dauerbrenner-Thema. Ja. Genau. Ja. Und ich denke aber, das sind auch so die Klassiker. Und es ist auch nicht einfach, da gute Produkte herzustellen. Mhm. Also das sehe ich halt auch. Also wenn man sich Inhaltsstofflisten anguckt, ich meine, wir haben halt keine filmbildenden Polymere aus Acryl, mit denen man das einfach so schnell machen kann wie andere. Ja, Sie haben ja gerade auf der Pressetour auch mitgemacht, waren auf dem Vivaness Neuheitenstand. Wenn Sie so Ihre Top 3 nennen sollen, die zwischen Kernseife und dem absoluten Convenience-Produkt Ihnen aufgefallen sind, welche sind das? Ja, also Seifen waren ja einige da. Das habe also, ich auch gesehen. Ja, also ich habe auch gedacht, wie, ja, wirklich. Also ich finde, das kann man sagen. Ja, ich habe das auch gesehen. Ja, also sowohl von Spaik als auch so kleinere Marken, Moosmit und sonst irgendwas. Also die Seife ist, die klassische Seife, ne, ist definitiv wieder da, würde ich sagen. Aber dann schon auch, ein Trendprodukt habe ich entdeckt, das war Gesichtsöl von einer französischen Firma, glaube ich. Und bei den modernen, vielleicht gehe ich da eher in die dekorative Kosmetik rein. Ja. Also weil das zum Beispiel, jetzt kann ich schon wieder ein Produkt von Ihnen nennen, ne? das Mousse Make-up zum Beispiel ist für mich genau so ein Produkt. Mhm. Was eben mit sehr viel, also das habe ich auf meinem Blog auch beschrieben, das kam gut an. Ich hoffe, das kommt ins Standardsortiment. Ja, ich denke, wir haben so viel positive Resonanz. Ja, ich glaub, das denke ich nämlich auch. Das denke ich nämlich auch, weil das ist genau so ein Produkt, wo ich denke, es ist ein ganz modernes Produkt. Es hat ein gutes Touch und viel fast so wie ein Silikonprodukt, obwohl kein Silikon drin ist, ganz sondern nur genau. die verarbeiteten Öle. Ja. Und das zum Beispiel ist für mich dann sowas, da geht es dann in die ganz moderne Richtung rein. Ja. Und das ist dann weit weg von der klassischen, ich sag mal, Mineral Foundation, puderig oder sonst irgendwas, sondern es ist so ein Produkt, was wirklich gut auch den konventionellen Kosmetik-Konsumentinnen auch gut mit Ansprüchen abholt. Ja, total. Ja, schön zu hören. Ja. Frau Keit, ich bedanke mich, dass wir das zusammen führen durften. Gerne. Und dann mal auf in Organic 3.0. Ja. Was unterscheidet Naturkosmetik von herkömmlicher Kosmetik? Was sind die neuen Trends? Ja, die Trends zeigen das eigentlich schon. Naturkosmetik muss sich mit jedem Produkt beweisen. Also das sehen Sie, dass zum Beispiel immer mehr exotische Wirkstoffe auftauchen, dass es sehr komplexe Wirkstoffe sind, die auf vielfältige Art und Weise auf die Haut wirken, aber eben natürlich. Dann gibt es natürlich weitere Trends, dass es Spezialprodukte gibt, die bestimmte Hautbedürfnisse ansprechen. Und es ist natürlich der große aktuelle Trend, Bio und Vegan zu nennen. Vegan ist ein sehr emotional geführtes aktuelles Thema in der Kosmetik generell. Und damit mache ich auch schon die Einschränkung. Vegan ist nicht von sich aus schon Naturkosmetik. Im Gegenteil, Konsumenten muss man sogar eigentlich auch aufklären, dass sehr viele Vegan-Produkte zum Beispiel Inhaltsstoffe auf Mineralölbasis enthalten. Und die haben überhaupt nichts mit Naturkosmetik zu tun. Und nicht nur das, sondern ich bin überzeugt, auch nicht im Sinne dieser Verbraucher ist. Wie wird unser kosmetisches Verhalten in 25 Jahren aussehen? Nun, wir sind in 25 Jahren eine sehr viel mehr global zusammengewachsene Gesellschaft. Wir werden unsere Schönheitsideale verändern, da bin ich mir sehr sicher. Die werden sehr viel internationaler sein. Die Pflegegewohnheiten werden internationaler sein. Ich
weiß nicht, wie eine Afrikanerin sich pflegt heutzutage. Das wird dann vielleicht die spannende Frage sein. Vielleicht kriegen wir da ganz viele Impulse.